Heute soll es um meinen Plastikmüll im Februar gehen. Und ich habe das Gefühl, es sieht nicht gut aus. Allein schon, wenn ich diese Tüte hochhebe, ist sie irgendwie sehr, sehr schwer. Aber wir werden uns das Ganze mal angucken. Oh Mann, ich finde es so frustrierend, diese Tüte anzugucken. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weiter. Ich versuche das ein bisschen zu sortieren in Lebensmittel und anderen Müll. Also, starten wir mit dem, womit ich immer anfange. Sojamilch, 2 Packungen. Diesen Monat habe ich noch diese 2 Packungen, aber hoffentlich werde ich nächsten Monat keine mehr haben. Denn ich habe jetzt gesehen, dass es jetzt einige Pflanzenmilchsorten in der Glasflasche gibt. Und zwar wird es bald von Völkel, glaube ich, eine Hafermilch geben. In einer Mehrwegflasche. Und die werde ich voraussichtlich bei mir im Unverpacktladen bekommen. Heißt, hoffentlich werde ich auf diese hier dann verzichten können. Also dieser Monat ist vielleicht noch nicht so gut, aber ich glaube, der nächste Monat wird sehr viel besser ausfallen. Hoffentlich. Ich glaube, diesen Monat ist mein Tofu-Konsum etwas außer Kontrolle geraten. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Packungen Naturtofu. Eine Packung Seidentofu, 3-mal Räuchertofu, Tempeh und ein Curry-Mango-Tofu. Das sind 11 Packungen Tofu. Wann habe ich so viel Tofu gegessen? Aber das war auch wieder nicht nur für mich alleine. Also das ist der Müll von 2 Personen. Und dann habe ich auch ein paar wieder von diesen Veggie-Salamis, mein Lieblingsfleischersatz. Und zwar hatte ich 3 Stück davon. Also mir fällt auf jeden Fall gerade auf, es ist nicht so viel verschiedener Müll, sondern einfach sehr viel von dem Müll, den ich irgendwie immer habe. Also der Tofu hat jetzt auf jeden Fall den größten Anteil ausgemacht. Dann habe ich hier 2 Becher von Joghurt-Alternativen. Einmal hatte ich Kokosjoghurt und einmal Sojajoghurt. Dann habe ich 2-mal Obst und Gemüse gekauft, das sonst weggeschmissen worden wäre. Und davon habe ich diese Plastiktüten hier. Und der Rest hier in der Tüte sind nur noch Schnipsel. Also hier die Sichtfenster von Briefumschlägen und Teebeutelverpackungen. Die tue ich mal auf Seite. Dann habe ich einmal verpackte Nüsse gekauft, und zwar im DM diese Cashewnüsse. Die brauche ich einfach für ein Video. Und im Unverpacktladen sind Nüsse einfach extrem teuer und ich habe mich bisher noch nicht drum gekümmert, Nüsse zu bestellen. Also ich hatte eine Quelle, wo man die gut online bestellen konnte, in einer Papierverpackung. Dann eine Sache, die letzten Monat bei mir ziemlich viel Müll produziert hat, aber die ich jetzt ein bisschen minimieren konnte. Und zwar meine Riegelverpackungen. Einen hatte ich, glaube ich, noch da und den anderen habe ich mir in einem Notfall gekauft. Ja, also 2 Rohkost-Riegelverpackungen. Dazu wird auf jeden Fall das Rezepte-Video jetzt auch die nächsten Tage kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vor oder nach diesem Video hier erscheint. Falls es davor online gekommen ist, dann werde ich es euch auf jeden Fall verlinken. Und dann noch eine To-Go-Sache und auch die einzige Sache, die ich, glaube ich, diesen Monat gekauft habe, die nicht Bio war. Und zwar habe ich mir einmal so einen Smoothie im Lidl geholt. Viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Dann habe ich noch ein paar Sachen aufgebraucht, die ich einfach noch zu Hause hatte. Und zwar einmal von Rossmann diesen Porridge hier. Den finde ich ganz lecker. Kann man aber auch selber machen. Hinten steht ja auch ganz gut drauf, was da so drin ist. Eigentlich nur Haferflocken, ein bisschen Kokosmilch, ein paar Chiasamen und Vanille. Das werde ich auf jeden Fall mal versuchen selber zu machen. Dann habe ich eine Packung Backhefe. Hefe gibt es bei uns, glaube ich, auch im Unverpacktladen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch 2 Packungen gekauft, eigentlich total unnötig. Ja, also nächstes Mal hole ich mir die auf jeden Fall im Unverpacktladen. Und dann hatte ich noch im Gefrierfach eine Packung gefrorene Himbeeren. Und ich sehe gerade, dass da drin noch eine Packung Tofu ist. Es waren also 12 Packungen Tofu und nicht nur 11. Und dann habe ich noch ein paar Kosmetiksachen. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen diese Flüssigseife geholt. Das ist so ein Nachfüllding. Das ist dann immerhin etwas weniger Verpackung, als einfach diese Seifenspender zu kaufen. Ich habe es leider nicht in den Unverpacktladen geschafft und meine Seife war leer. Und ich wollte keine feste Seife mehr, weil wegen dem Hund bin ich mir ständig die Hände am Waschen. Und die feste Seife ist einfach so sehr aufgeweicht. Das war so ekelhaft. Ja, und deswegen bin ich jetzt nach vielen Jahren fester Seife auf Flüssigseife umgestiegen. Aber zukünftig würde ich die auf jeden Fall dann im Unverpacktladen holen. Dann habe ich 2 Verpackungen von Sachen, die ich mir, glaube ich, im November geholt habe. Und zwar hatte ich mir mal Shampoo und Conditioner bei Rossmann geholt von dieser Firma, von der ich nicht weiß, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Jean and Len, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als ich aus England zurückkam, hatte ich nicht wirklich Lust, mich großartig mit meinen Haaren zu beschäftigen und ich hatte einfach keine Produkte mehr da und deswegen habe ich mir einfach so ganz normale
Naturkosmetik-Produkte geholt. Und jetzt habe ich die inzwischen aufgebraucht. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon plastikfreie Produkte, die ich momentan am Ausprobieren bin. Und das Letzte, was hier momentan sehr viel anfällt, ist wieder eine Waschmittelverpackung. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie Waschmittel aufgebraucht, aber der Hund pinkelt auf Decken, auf Teppiche oder man ist mit ihm draußen und die Klamotten werden matschig oder er sabbert einen irgendwie voll. Also irgendwie bin ich jetzt die ganze Zeit nur noch am Waschen. Ja, und deswegen ging diese Packung Waschmittel sehr schnell leer. Ich habe davon jetzt auch noch eine Packung zu Hause, aber in Zukunft werde ich auch mal das Waschmittel aus dem Unverpacktladen ausprobieren. Ja, und das waren alle Sachen, die diesen Monat in meinem Plastikmüll waren. Ich glaube, ich bin relativ schnell damit durchgekommen. Es waren, wie gesagt, nicht so viele verschiedene Sachen. Ich glaube, diesmal war dieses Video leider nicht so super interessant, weil es irgendwie fast derselbe Müll war wie im letzten Monat. Aber immerhin habe ich für ein paar Sachen jetzt Alternativen, wie zum Beispiel die Riegel kann man super einfach selber machen oder die Milch wird es bald in der Mehrwegflasche geben. Ich weiß nicht, ob ich so ein Video jetzt nochmal machen würde. Also ich glaube, nächstes Mal teile ich das vielleicht einfach nur noch in der Instagram-Story oder auch hier auf YouTube in der Story, wie viel Müll dann im März jetzt zusammenkommt. Ich hoffe, dass es weniger sein wird als das. Allerdings habe ich vor, für den nächsten Monat das ein bisschen umzudrehen und zwar nicht zu zeigen, welcher Müll jetzt angefallen ist, sondern die Alternativen zu zeigen. Also an welchen Stellen ich Sachen gefunden habe, die ich kaufe, anstatt den in Plastik verpackten Sachen. War das verständlich? Ich denke, so ein Video wird einen etwas größeren Mehrwert haben, da sich die Sachen jetzt eigentlich immer relativ viel wiederholen. Ich mache oben einfach mal eine Abstimmung, ob euch so ein Video interessieren würde mit den plastikfreien Alternativen. Und ja, dann zeige ich euch jetzt noch einmal zum letzten Mal erstmal geplant mein Müll. Und dann werden wir ihn auch noch wiegen. Also, das ist der ganze Müll von diesem Monat aufgereiht. Ich weiß echt nicht, was diesen Monat mit dem Tofu los war. Also irgendwie war das extrem viel. Ja, aber sonst bin ich eigentlich doch relativ zufrieden. Hier sind natürlich einige Sachen, die jetzt normalerweise nicht mehr anfallen würden, wie zum Beispiel das Shampoo oder die Seife und hier die Sachen, die ich jetzt auch noch so aufgebraucht habe. Bei den To-Go-Verpackungen muss ich sagen, dass ich echt stolz auf mich bin. Also ich habe mir jetzt nur einmal eine Sache unterwegs geholt, den einen Riegel und den Smoothie zusammen. Also im Januar hatte ich wirklich sehr, sehr viele To-Go-Verpackungen und das war jetzt ja, das einzige. Verpackung für Ersatzprodukte wie den Joghurt und diese Würstchen fallen natürlich immer an. Ja, und sonst für die meisten Sachen, also ab hier, habe ich für alles eigentlich eine Alternative. Das einzige, was jetzt, glaube ich, in Zukunft immer anfallen wird, ist einfach dieser Müll für Tofu, Ersatzprodukte. Hierfür gibt es ja dann hoffentlich auch nächsten Monat eine Alternative. Vielleicht kann ich mit der Hafermilch dann auch mal Joghurt selber machen, obwohl ich nicht weiß, ob Haferjoghurt so lecker schmeckt. Das, das und das fällt nächsten Monat in den Unverpacktladen. Und ihr könnt jetzt oben gerne einmal abstimmen, ob euch dazu nochmal ein Video interessieren würde, wie es nächsten Monat aussieht. Nur in dem Fall, dass sich hier wirklich großartig was verändert oder ob ich es einfach in einer Instagram-Story oder in einer YouTube-Story machen kann. Da ist jetzt oben meine Abstimmung. Ja, und dann wiege ich das Ganze jetzt nochmal. Ich vermute, dass der Müll in diesem Monat um einiges mehr wiegen wird als im letzten, weil vor allem diese Shampoo-Flaschen und die Waschmittelflasche und diese Seifenverpackungen sind alle schon ziemlich schwer, aber wir werden sehen. Ja, ich komme jetzt auf genau 500 Gramm. Im letzten Monat waren es 375. Aber ich denke, das ist doch trotzdem immer noch ganz in Ordnung. Aber ich hoffe natürlich, dass es nächsten Monat weniger sein wird. Ja, das war alles fürs heutige Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Genauso wie auch beim letzten Video, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Produkte habt, für die ihr noch keine plastikfreie Alternative gefunden habt, dann kann ich das in dem nächsten Video dann mit reinnehmen, in dem Video zu den Alternativen, falls euch das interessiert. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen durcheinander geredet. Verzeiht mir bitte. Und dann war es das für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!